Ist es eine Sünde, schwul oder lesbisch zu sein? Wenn es nach der katholischen Kirche geht, schon, zumindest wenn man es auslebt. Johannes Brinkmann ist homosexuell und fühlt sich von seiner Gemeinde abgelehnt. Trotzdem bleibt er. Ines Paul Baumann ist transsexuell und hat es anders gemacht. Er hat den traditionellen Kirchen den Rücken gekehrt und ist Mitglied einer Freikirche. Franziska Bruch über zwei ähnliche Probleme und ganz unterschiedliche Lösungswege. Seine Heimat ist die katholische Kirche. Johannes Brinkmann ist gläubiger Christ. Jeden Sonntag besucht er regelmäßig den Gottesdienst und engagiert sich in seiner Gemeinde in Essen. Trotzdem fühlt er sich nicht angenommen. Der Grund? Er liebt einen Mann. Und das ist in den Augen der katholischen Kirche Sünde. Ich fühle mich natürlich als Außenseiter, weil ich eben auch als solcher behandelt werde. Gleichzeitig bin ich jemand, der sich so sehr nicht dadurch beeindrucken lässt und vor allem nicht dadurch behindern lässt. Brinkmann war schon immer gläubig und besuchte sogar eine Zeit lang das Priesterseminar. Obwohl die Kirche seine Sexualität ablehnt, bleibt sie seine Heimat. Ein Austritt kommt für ihn nicht in Frage. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Menschen nicht die Kirche verlassen, nur weil sie sich über Dinge aufregen, denn das würde letztlich das verstärken, worüber sie sich aufregen. Rein drin bleiben in der Kirche, absolut kämpfen. Das wollte Ines Paul nicht mehr. Nachdem er bei mehreren Kirchen mit seiner Transsexualität aneckte, lässt er sich nun zum Priester in der Metropolitan Community Church ausbilden. Eine kleine Freikirche mit 18 Mitgliedern, von denen die Mehrheit homo- oder transsexuell ist. Ich habe mich in den Gemeinden, in denen ich früher war, eigentlich immer sehr wohl gefühlt und ich habe davon auch bis heute viel mitgenommen. Der Punkt, wo es immer schwierig wurde, war der, wo ich als homosexueller, transsexueller Mensch mich hätte verstellen müssen, um dort weiterhin willkommen zu sein. Das ging für mich nicht. Ines Paul hat sich bewusst eine Nische gesucht und fühlt sich dort wohl. Er möchte aus dieser Position Menschen erreichen, die auf der Suche nach Gott sind. In dieser Nische ist er nicht an starre Regeln gebunden, sondern kann frei und ungehindert seinen Glauben leben. Wir lassen eine Vielzahl an theologischen Ideen Raum. Das gefällt mir sehr gut. Und dass wir mit unseren Lebensgeschichten auch nicht nur auf Menschen am Rand von Gesellschaft zum Beispiel zugehen, sondern auch bewusst verstehen können und vom Rand heraus agieren können. Johannes Brinkmann möchte nicht still am Rand mit seinem Glauben stehen. Ihn drängt es ins Rampenlicht. Wie beim Theaterspielen, was er leidenschaftlich gerne macht. Immer wieder Thema: Homosexualität und Kirche. Die Theaterstücke führt er auch in den Kirchengemeinden auf. In Essen ist Brinkmann so schon eine kleine Berühmtheit. Und je mehr ich da an Namen kriege, desto mehr wird auch aufmerksam, was ich sonst so tue. Und insofern bin ich jetzt drin. Ich bin drin in der Kirche. Und insofern auch ein Stachel im Fleisch. In der katholischen Kirche hat Brinkmann nicht nur Gegner, sondern auch Fürsprecher, wie zum Beispiel Jürgen Kleve, seinen ehemaligen Gemeindepfarrer. Der schätzt ihn als Künstler und Gemeindemitglied und respektiert seine Homosexualität. Das ist etwas, was er von Gott mitbekommen hat und was er jetzt lebt, sozusagen. Da stehe ich also positiv zu und denke einfach, das ist etwas, was in der Schöpfung angelegt ist. Ines Paul hat seine Heimat bei MCC gefunden. In der Freikirche kann er seinen Glauben und seine Transsexualität frei ausleben, ohne dafür von anderen schief angeschaut zu werden. Die MCC bietet ihren Mitgliedern die Freiheit, ihren persönlichen Weg zu gehen. Ines Paul ist am Ziel. Das Schöne an der MCC ist, dass es ein Thema von vielen ist, aber nicht das Hauptthema. Aber es ist halt so, wie wir versuchen, unsere Spiritualität in unser Leben zu integrieren oder alles von unserem Leben in die Spiritualität zu integrieren, müssen wir halt die Sexualität nicht außen vor lassen. Das heißt nicht, dass wir vorschreiben, wie jemand zu leben hat oder ob jemand oder wie jemand Sex zu haben hat. Wichtig ist, dass ich jetzt Raum habe, meinen Weg damit zu finden, so wie ihn Gott mir gegeben hat. Brinkmann steht fest im Glauben und ist überzeugt davon, die katholische Kirche wird sich ändern. Er wird seiner Heimat, der katholischen Kirche, treu bleiben.